Willkommen zu einer neuen Folge Halo 2 Anniversary in der Mission High Charity. Wir sind durchaus schon, ich will nicht sagen weit, aber zumindest zwei Missionsziele haben wir schon abgeschlossen. Ne? Und ich weiß gar nicht, welches jetzt kommt. Das wird wahrscheinlich jetzt gleich drauf ploppen. Aber zumindest sieht es so nach aus, als wären wir jetzt in so einem kleinen Kampf, in einem Kampfbereich mal wieder. Ist ja nicht so, als wären wir da sowieso dauerhaft, aber wir sind es mal wieder. Und mal sehen, ob wir da gut performen, ne? Haben wir jetzt eine neue Quest? Nö. Töte einfach alles, was vor dein Visier kommt. Wie das da. Hier. Ich weiß, ihr seid lustig, aber ihr müsst leider drauf gehen. Das ist jetzt aber doof. Das sind keine. Das sind. Nee, das sind. Nee. Ah doch, hier sind auch solche. Ich hätte euch, Grunts, vor eurem Tod. Also vor dem Tod gegen. Ich töte euch selber. Diese Krise, ne? Ist nicht unser Ende. Es ist nur eine letzte Hürde. Lol. Rettet mich! Ihr rettet mich wirklich. Ich seid ja so nett. Ich komme halt leider von hinten ja alle an. Ich habe leider die Vision nicht. Aber das jedes Mal. Bechecke ich das halt auch. Das. Die Viecher halt immer gerne. Von hinten kommen. Da haben sie richtig Bock drauf. Guten Tag. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt unendlich nachkommen oder ob ich jetzt einfach hier durchrennen muss. Aber. Ja gut, jetzt schießen die gerade auf mich oder nicht? Okay, ja, das ist, da muss ich jetzt vielleicht mit dem Schlitzer mal ein bisschen ran. Hier so. Da muss ich mal ein bisschen. Oh, da ist noch einer. Von den Viechern. Nein! Oh doch, oh, den habe ich besiegt. Okay, gut. Hui! Ja, mir geht leider die Muni aus von dem. Scheiße. Bin die ausgegangen? Nee, drei habe ich noch. Okay, Sniper mitnehmen. Ja. Ging doch. Kontrollpunkt. In der Mitte ist ein Schlitzer, oder? Wird mir gesagt, warum wird mir hier so ein Schlitzer hier hingelegt und dann. Oh, Terminal. The history of the Arbiter is one of both legend and infamy. Their name has been corrupted by great shame. Though the contemporary is perhaps the most confounding of all. Thel Vadimir was born of noble blood, the legendary House of Vada. His family's renown demanded great expectations for his military career, and he would meet them all. The youngest to achieve the status of shipmaster, and one of the youngest to gain the rate of supreme commander. In our campaign against the humans, few have risen to renown,
as Vadami. World after human world, all laid low for the sake of the great journey. But then came Halo. Shame unto shame. He failed his greatest charge, and the sacred ring was desecrated. By such disgrace, Thel Vadami became the Arbiter. As a mere scribe, I do not challenge the word of the Hierarchs, but I would be remiss not to voice concern. This Sangheili should have been put down, publicly slain as an example to all of our prayerful expediency. With the discovery of a second ring and the changing of the guard, all things are in jeopardy. Will this Arbiter remain loyal? Or will he stand with his people as they are abolished by our newfound might? I would never openly challenge the divine proclamations of a Hierarch, but this Arbiter is a risk I would not have tolerated. And I now fear the days of the Covenant are numbered. Hey, haben wir das auch mal gesehen, ne? Geht's nicht weiter? Ah, oder da? Da geht's weiter? Oder sind wir von da gekommen? Nee, oder? Nee, sind wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein, hier geht's weiter. Wusste ich's doch. Guck mal, der Aufzug hat in der alten Version gar keine solche Effekte hier. Krass. Oh, fuck. Da kommst du ja richtig krass hier raus. Geschickt damit, die Technologie der Blutsväter zweckzuentfremden, aber das hier ist erstaunlich. Sie nutzen die Triebwerke des Blutsvaterschiffs als Energiequelle für die Stadt. Das Schiff startet eigentlich nicht. Es löst sich vielmehr. Es koppelt sich von High Charities Energienetz ab. Halten Sie den Propheten auf. Das ist alles, was zählt. Jetzt ist die Zeit unserer Entweltlichung. Die Zeit, in der wir werden wie die Götter. Sie kennen doch den Plan. Sie müssen den Propheten aufhalten und ich muss mich um den Index kümmern. Los. Ist das so? Ist das der Plan? Ganz Schiss, dass von hinten auch noch welche kommen, aber sieht ganz gut aus. Was ist das? Scheiße. Hey, du willst es wohl nicht anders? Du auch nicht? So. Jetzt ist die Zeit unserer Entweltlichung. Die Zeit, in der wir werden wie die Götter. Vergessen Sie die Flat, Sie müssen an Bord. Was? Ich soll die Flat vergessen? Ja, aber das. Ich gehe einfach an Bord, wenn ich die Flak vergessen soll. Ich muss hier bleiben. Ulol, an Bord! Okay, ich sollte wirklich durchrennen einfach. Also. Wenn Sie aufbrechen, viel Glück. Wenn ich mit Wahrheit fertig bin. Keine Versprechungen, bitte. Wenn Sie sie nicht halten können. Die große Reise. Da sind wir aber richtig gut durchgekommen. Hätte ich ja nie erwartet.
Schmieden sie ein unerwartetes Bündnis? Okay, unerwartet. Mit was denn? Mit dem komischen Typen da? Diesen Auserwählten? Oder what? Werden wir gleich sehen. Wenn das Spiel mal lädt, dann lädt er nämlich immer sehr lange. Wo sind wir hier? Wo die Räte die Weihe des Symbols sehen sollten. Den Beginn der großen Reise. Noch kann man das Leben des Schlüssels. Ich muss da rein. Dann mal aufsitzen, Gebieter. Ich weiß, wie wir durch die Türen kommen. Oh, der weiß, glaube ich, noch gar nicht, dass der Gravemind gerade wieder, dass der Gravemind Verrat getrieben hat. Das weiß er, glaube ich, noch gar nicht. Yo. Oh, ich dachte, darf ich den Panzer benutzen? Oder den hier? Also dürfte ich, aber bestimmt den Panzer, oder? Ja. Ja, Panzer fahren. Ehrlich? Ach, da lang. Wow. Schalalalalala. Die helle Musik ist schon echt geil. Ja! Das habe ich aber gekonnt ausgewichen. Ach, du bist ein Feind! Du bist ein Feind! Ich habe ja auch einen Boost, stimmt. Habe ich ja gerade vergessen. Oh. Ja, sorry. Steig ein. Steig ein! Ich würde nicht da einsteigen, das ist nicht so ganz geil. Ich komme mal da. Lass mich hier hin. Alles, was fährt, wird vernichtet.
Crank den. Muss ich da rein? Okay, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu groß für, also zu klein für einen Panzer, muss ich sagen. Schade ist, aber gut. Yo, ich hab die! Yo! Die sind geil. Alter, ich mach euch alle platt mit den Dingern, die sind einfach OP. Alter, Loser. Beide leben noch. Ah, die Gegner haben genauso Probleme mit den Dingern wie wir. Mit der OVO, alles klar. Außer eine Granate fliegt voll in mich rein. Dann natürlich ein bisschen doof. Nicht schießen. Die Jäger sind zur Unterstützung hier Gebiet, sie werden mit uns kämpfen. Doch nice. Kann ich hier. Warte. Ich hab doch hier einen Sniper, ja. Machen wir das mit der Sniper. Sehe mich da sehr. Hier ist ein Donkey Kong hier angerannt. Seht, wie sie laufen. Haben wir einen schon verloren von den großen Dingern? Nee, ich glaube schon. Nee, gar nicht. Oh, wir haben auch alle. Druck in meiner Hose oder was? Na! Dass die Sniper dann. So. Der hatte Wegfindungsprobleme. Für Leute mag ich natürlich auch immer sehr gerne. Ja, jetzt haben wir leider ein kleines Problem. Achso, du hast hier noch eine Waffe. Scheiße. Ja, ich habe leider keine Muni mehr. Ah, Problem gelöst. Oh, das ist einer von meinen. Ja, sorry. Ich weiß nicht mehr, wer Freund und wer Feind ist. Ah, da sehe ich mich. Alter, ich bin ja auch komplett verwirrt hier. Alles greift mich irgendwie an und auch nicht. Hab
Aber ich mag diese Mission, weil wir einfach diese Dicken haben hier. Und die scheinen für unsere Feinde genauso ein Problem zu sein, wie für mich, wenn ich gegen die kämpfe. Ja, Leute. Warum versteckt ihr euch? Ihr seid doch voll stark. Piep. Eliminiert. Auch eliminiert. Unnötig viel Muni verbraucht, aber trotzdem eliminiert. Leute, ihr könnt nachkommen. Komm einfach nicht nach. Die sind, oh, warte. Ach nee, das ist die, die ich abgelegt habe, ne? Oder? Oder ist das eine neue? Das ist die, da, nein, nein. Ah, da, da, da. Das ist nicht geil. Ja, kriegen wir schon hin. Da ist das Vieh. Was ist das? Irgendwo ist noch eins. Das ist so irritierend. Ich glaube, das ist irgendwie unter der Brücke oder so. Nee, er schießt. Okay. Dann würde ich sagen, hier ist erstmal Schluss. Und dann nächste Folge. Na, dann machen wir hier weiter mit Requieren Sie den Scrap-Panzer, was auch immer ein Scrap-Panzer ist. Oder war das nicht der, in dem wir drin waren? Ich habe keine Ahnung. Den Müllpanzer. Den, oder eher Schrottpanzer. Was auch immer. Werden wir machen. Nächste Folge. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.